In wenigen Stunden treten Wirtschaftssanktionen der USA gegen den Iran wieder in Kraft. Die Strafmaßnahmen waren wegen des Atomabkommens ausgesetzt, das US-Präsident Trump im Mai aufgekündigt hatte. Der iranische Präsident Rouhani wies im Fernsehen die Forderung von Trump zurück, das Atomabkommen neu zu verhandeln. Die USA müssten zuerst ihre Glaubwürdigkeit beweisen. Von ihm wird eine Lösung erwartet. Bislang hatte sich Irans Präsident Rouhani nicht zu der wirtschaftlichen Misere im Land geäußert. Am Abend spricht er im Staatsfernsehen zur Nation und zu Präsident Trump. Wenn jemand mit einem verhandeln will, dann sanktioniert er ihn nicht. Wir sind bereit, mit Amerika zu sprechen, aber erst nachdem sie sich wieder an das Atomabkommen halten. Die wirtschaftliche Situation im Iran hat sich in den vergangenen Monaten dramatisch verschlechtert. Durch Währungsverfall, Preiserhöhungen, dazu die Ankündigung der USA von neuen Sanktionen. Tausende gingen in den vergangenen Monaten auf die Straße. Die Sanktionen sehen Strafmaßnahmen beim Handel mit Autos und Metall vor. Ebenso verboten ist der Handel mit Dollars und Gold. Zudem haben die USA den Import von iranischen Produkten wie Teppiche und Pistazien verboten. 100.000 Arbeitsplätze gehen so verloren. Was soll ich sagen? Wir haben kein Mitspracherecht, wir müssen es einfach ertragen. Die Zentralbank hat bereits verkündet, dass ab morgen der Handel von Devisen im Iran wieder legal sein wird. Zunächst hatte die Regierung im April einen festen Kurs angeordnet und dadurch einen Ansturm auf Devisen ausgelöst. Doch das wird nicht die einzige Maßnahme bleiben, denn die Sanktionen, die morgen früh in Kraft treten, mit dem Ziel, den Iran an den Gesprächstisch zurückzuzwingen, werden den Iran noch weiter ins wirtschaftliche Chaos stürzen.